Moin Moin, und da sind wir wieder bei Guild Wars 2. Weiter geht es mit Kartenresterkundung und Events, die auf der Strecke liegen. So, weiter zum Sascha. Irgendwo da hinten. Kreucht und Fleuchter. So, ist jetzt Sehenswürdigkeit. Natürlich ist sie auf dem Turm. Jo. So, und hier sagst du wieder Kinderspiel. Ja, genau. Hier musst du, hier glaube ich, eine Kiste nehmen. Ja, und Und dann hier hier an der ablegen. Ecke, oder? Hier, hier. Da, okay. Ah, immer gegenüberliegend. Okay, verstehe. Moment, jetzt hat er es weggepackt. Nochmal neu. Zack. Passt. Dieser komische Ghostbuster-Ton auch, der dann kommt. Irritierend. So. Da und dann etwas weiter nördlich scheint sogar ein Event zu sein. Sehr schön. Hier bei mir im Dorf, genau. Hier im Dorf ist so ein Zeichen überzeugt, überzeugt. Zeichen Deserteure. Ja, sonst auf die Fresse. So einfach geht das. Mal, hier muss er. Da ist einer. Was passiert? Widerstand ist. Was mit ihm machen? Vielleicht sogar freiwillig umgeben. Ich dürfte dich zulassen, derart unter Kontrolle haben. Es war ein Fehler. Hat nicht geklappt zu haben. Na, da kommt ein Jetzt Böser, da kommen die. kommen mehrere Böse. Ja. Ich weiß noch nicht, was ich anklicken muss bei denen. Ja, Veteran. Gut, ist er wieder da. Dann probieren wir es jetzt. Die Situation kann einen Angst machen. Ihr schafft das. Ich glaube fest daran. Das war richtig. Dann nochmal etwas weiter hoch. Wenn ich das. Was? Müssen wir den Ochsen überzählen? Das war anscheinend das Falsche. Ja, gut, wir haben drei Versuche immer. Und mehr, falls du dich nicht erinnern kannst. Also wer ihn zuerst angesprochen hat, sollte ihn jetzt wieder ansprechen. Ach so, Ich okay. weiß nicht, was Jetzt habe ich den. letzten. Ich war das. Gut, dann Und weißt du jetzt, jetzt dass das das Richtige, Letzte. das ja. Ist euer Balken auch schon gefüllt? Nein. Ein bisschen, ne? Achso, von Zaishen Ja, überzeugt? Ein ja. bisschen. Vielleicht ein Bisschen, gut. Fünftel oder so. Ja. Aber dass es sich bei euch auch Jo. mitfüllt, das weiß Er füllt sich ein bisschen. Nächste. ich. Was hattest du ausgewählt Was? bei dem? Das Bei Letzte, mir? das Letzte. Letzte. Achso, jetzt machen wir. Ja. Wir können den doch an jeder Stelle, jeder kann den doch anquatschen, machen wir doch. Ja, dann wählen Immer wir auch das dasselbe, Gleiche oder? aus. Genau. Also jetzt mal den hier. Der hier hinten ist. Also bei dem war es das Letzte. Der hier. Mischen sollen. Da nehme ich jetzt da oben das Herz. Das war falsch. Schließt 10 Events ab, habe ich schon für die wöchentliche Ja. Aufgabe. So, jetzt nehme ich die Faust. Das war anscheinend richtig. Okay, so. Spreche ich den jetzt hier an? Kann ich das ja? Die Faust, Das wäre sagtest du, ne? Faust. Ja, genau. Jo, Ja. alles klar. Hier war Alles das gut. Dann. bei dem war das das Letzte. Ja, es war das Herz, glaube ich, ne? Ja. Was da jetzt. Ja, Herz. Aber da kann ich nichts mehr auswählen. Ach so, War immer noch? jetzt wieder Herz, ja? Ja, der ist gerade wieder gespawnt. Gut, ich So, hab bei Herz dem hier drin. weiß ich es nicht, deswegen nehme ich erstmal die Faust. Ist sogar richtig. Jo, abgeschlossen. So, falsch. Auch das ist Nice. ein Eventteil. Sehr schön. Was kommt denn da an? Da will ich jetzt nur neugierig und möchte nachgucken.
Was kommt da angelaufen? Etwas. Hallo? Etwas sehr Seltsames kommt direkt auf uns zu. Hier ist ein Portal oder sowas. Ich bin ja da. Und Champion sogar. Na toll. Hey. Ja, ich bin bloß weiter gewandert. Wenn es halt nicht der Kleinschiss wäre. Vor allem diese blöden Augen. Die sind so richtig nervig. Au. Autsch. Au. Ah, der Weh. Ja, wollen wir ja. Also. Raus hier. Uli, komm mal rüber, das ist vielleicht ein bisschen mit dem Helfen. Ja, okay. Ich war auf der falschen Seite. Alles gut. Oh, geh weg, geh weg. Ja. Down geht, down geht, down. Na super. Okay, Wegmarke. Nein? Na gut, so weit. Achso, bist du. Du warst jetzt komplett tot oder wie? Ja. Okay. Ja, später. Kartenwechsel können wir danach machen. Wird bei mir gar nicht mehr angezeigt. Hat aufgehört, wa? Von mir. Bei mir ist. Wird ich auch noch angezeigt. Aber wenn du das gar nicht hast unten rechts, dann. Nee. Also ich bin bei dem... Bei dem Hong. Champion. Direkt vor dir jetzt. Alles gut. Ich war direkt in Min. Ich wollte nicht so weit weglaufen. Dem lernst du ausweichen. Ja. Ja, 5 Minuten für 13%, das könnten wir doch. Das haben wir schon knapper geschafft. Ja. Kann mich auch noch entsinnen, damals. Ja. Vor 2 Minuten. Richtig.
in der letzten Aufnahme. Wenn man halt keine Ausdauer mehr hat, ist das dann doch kacke. Ah, das Ausweichen, ja. Scheiße, ja. Also so richtig viel braucht er ja nicht mehr. Ui. Endlich. Beschützerin der Himmelwärtssümpfe 4 von 4. Also. Hey, kann er voll gerade unter Balthasars Einfluss, dass ich völlig vergessen hatte, was es heißt, tapfer zu sein. Sich dem Kampf hängt da, kann man Dreck verkaufen. Es fühlt sich gut an, Himmelssümpfe, ja. Zu beschützen. War das. Wir werden nicht mehr als Schwert dienen. So, und du hast kein Kartenwechselangebot unten rechts? Nee, aber wir können gerne wechseln. Oh ja, du kannst ja noch. Wie kommst du denn hinterher? Ach so, ja. Gut, ja. Ja. Hab ich gemacht. Ja, jetzt könnten wir nochmal, aber nochmal die ansprechen, das finde ich jetzt blöd. Was hätten wir denn? Ah, da oben habe ich noch einen Beherrschungspunkt. Den möchte ich haben. Okay, hier dümpelt auch ein Kommi rum. Bei dem Erfolg, den ich gerade gekriegt habe, 4 von 4, das ist das. Da, das erste davon ist, lasst eure Himmelsschuppe instabile Magie verzehren. Was habe ich denn da versäumt? Instabile Magie ist das, wo ich hier mal durchfliegen kann, oder? Ja. Wofern ich weiß, ja. Ja, der Beherrschungspunkt ist. Nee, statische Ladung. Was sind denn instabile. Das habe ich auch noch. Das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Oder ist das was, was? Weil auf anderen Maps kriegst du doch auch andere Sachen, wenn du durch die Dinger. Ja, nee, aber das ist jetzt hier extra für diese Map. Abschnitt. Ja. Das andere hat wieder eine eigene Eventreihe, wo du Beherrschungspunkte bekommst. Verstehe nicht. Lass eure bla bla bla. Ist es das, was bei der Schmiede immer rauskommt? Aber auch, ach gut, das kann natürlich sein, dass ich das nicht mit der Himmelsschuppe eingesammelt habe. Das, wo Inanna am Anfang sagte, wenn er für die Story eh mal nichts sammeln und beim nächsten Mal musst du alles sammeln. Ja, ist da das noch? Ja, ja, ja. Das meinte ich. Hast du recht. So, und ich muss einmal kurz mitten in die Stadt rein. Da war ich anscheinend mit. Stadt? In die Stadt? So, die Wächsnummer. Ja. Die. Ding. Sehr gut. Gleich wieder raus, sonst sollte hier nichts mehr sein. Nö. Nur nördlich von uns ist gerade ein Riss aufgegangen. Okay. Jetzt ist er wieder zu. Da war. Das ging aber schnell. Ja. Und irgendwie scheine ich momentan zu blöd zu sein, vernünftig Beherrschungspunkte aufzusammeln. Wird mir immer noch angezeigt als nicht. Na, hast du ihn verbraucht unten rechts? Der muss auch anklingen unten rechts, ne? Genau. Ah, okay. Ja, dann ist das mein Fehler. Ich dachte, jo, klicke ich nachher drauf. So, wir nähern uns dem Ende. Ich brauche jetzt eigentlich nur noch hier bei verwüsteten Garrenhof da die linke Seite. Dann ist die Karte durch. Na. Oh, große Truhe hier. Ich habe schon früher gesehen. Ihr beide habt sie schon komplett durch, oder? Mit den Krieger, ja. Man muss sie ja 6-mal durchhaben. Für die legendäre Rüstung. Mit 6 Charakteren musst du sie durch. Mhm. Ach du Scheiße. Ach so, weil du 6-mal die Rune von. Nee, Quatsch, die Gabe von Amnitas brauchst, oder wie du den heißt? Genau, genau. Oder die Gabe von Himmelsbach. Okay. Ja, kannst du auch kaufen nachher, ne? Also. Sympathie. Ich nicht haben werde. Doch, okay. Kannst du nachher kaufen. Natürlich für Hammer, viel. Ja. Mats. Man nehme, wenn man hat, sozusagen. Genau. Küchenweisheit. Aber eigentlich muss es ein Muss sein, Olli, bei dir, weil das ist von GW1. Abgewandelte legendäre Rüstung. Okay.
Da ist eine Frage, ob das eine ist, die ich auch hatte. Obsidianrüstung ist das. Das ist die bei Drockner Schmiede gab's. Mhm. Ja, ich glaube die. So, wofür gibt er jetzt irgendwie hin? Da ist er schon. Ja, ich muss noch mit dem ja freilaufen. Ja, ich finde es auch sehr schade, dass man aus GW1 nicht einfach das Platin, was man hatte, wieder in Gold umtauschen und das dann direkt hier in Gold. Dann wäre ich nämlich stinkreich. Echt? Ja, bei dem Tauschverhältnis zwischen. Ja. Platin war ja einfach das, was hier Silber ist. War da Gold. Stimmt, stimmt. Mitten in der. Mitten in dem Ding. Ich komme zu euch. Bin noch nicht der Einzige. Er hat noch 8 Minuten. Das könnte man schaffen. Ich versuche mal zu kommen. Also. 30% hat er noch. Ja, bist du. Okay. Und, Sascha, bleibst du kurz stehen? Warte. Ja. Wegmark habe ich noch nicht. 18%. Kannst loslaufen. Okay. 4, 1, ist er weg. Okay. War natürlich nur ich, der. Ja. Jetzt habe ich schon so viele Überlebenden hier, da muss ich gleich auch den Rest noch finden. Ist ja auch ein Event, was ich noch nicht habe. Da ist einer. Du lebst. Meistens sind irgendwo in den Häusern, wenn ich das richtig sehe. Eure Hilfe brauchen. Der Sturm über Garenhof hat etwas nachgelassen und der Bürgermeister und ich müssen nach Überlebenden suchen. Das ist das Mindeste, was die Wache tun kann. Schließlich sind wir teilweise verantwortlich dafür, dass sie überhaupt existiert. Jemand hier? Wenn jemand findet, sagt Bescheid. Au. Sie dann über das Portal raus. Rennt. Ich weiß gar nicht, ob das ein globaler Fortschrittsbalken ist oder persönlich. Wie weit wäre der bei euch in diesem Gebiet? Also ich habe hier... Ich habe auch noch. Also das ist ein wiederkehrendes Event, das hier mit den... Ja, ich wollte jetzt nur wissen, wie weit der Balken bei euch ist. Fast voll. Findet Überleben im Garnhof? Ja, doch. Er ist voll jetzt. Voll. Jetzt ist er voll, genau. Genau, gut. Dann müssen wir nochmal einen suchen. Ja, der erledigt. Okay. Dass die Verletzten versorgt werden. Bleibt nur alle dicht zusammen. Damit ist bei mir auch der Erfahrungsbalken. Vielleicht nach dem Einbruch. Das, was wir hier veranstaltet haben. Doch werde ich tun, was ich kann, um es wieder gut zu machen. Danke für eure Hilfe. Achso. Man kann hier in die. Kann ich in die Läden hier rein? Nee. Ach, da ist der Aussichtspunkt da. Zack. Sinken. So. Und. Angucken. Was für ein Sturm. Worldwide Kartenabschluss. Hast du fertig jetzt, ja? Ja. Na. Ein legendärer Weg, astrale Gaben. Ja, ich höre. Das ist wahrscheinlich dort geschissen. Dann kannst also wenn du irgendwie in Summe noch so einen Sack voll von Relikten, oder? Da habe ich mittlerweile hier im Inventar auch 8 Stück zu liegen. Keine Ahnung, was ich damit soll. Also, was für Relikte? Da sind die für. Warte. Diese Gabe muss ich irgendwie in eine Bank packen oder so. Toll. Nimmt wieder was. Ach, die! Ja. Die habe ich im. Da habe ich noch eine Kiste hier, also 30 Kisten. Die haben wir ja, mal. Da weiß ich auch nicht ganz, was man damit macht. Ist das nicht irgendwie doch ein zusätzlicher Fähigkeit? Das ist hier, wenn ihr H drückt und in euren Ausrüstung.
Ja, ich hätte in irgendein Amulett oder so, hätte ich irgendwas drin packen können, oder? Nee, ist hier extra ein Fach für Relikt. Ja, stimmt. Da ist jetzt Relikt von Isgaren drin, keine Ahnung, was das kann. Da müsst ihr am besten Webseiten, ich weiß nicht, was für Bilder ihr habt, Webseiten raussuchen und euch da nachrichten. Also ein Richtwert ist das, was er für ein Relikt reinmacht. Meistens ja, ist es... Ja, wenn man sich die mal anguckt, zum Beispiel, schon habe ich hier Relikt mit des Mitternachtskönigs, da ist gut. Macht, Wut, Anzahl der Ziele 5, Radius 300, liest sich ja irgendwie erstmal gut, was besser ist. Das König habe ich da jetzt auch mal reingepackt, irgendwie mal betäuben oder so. Meistens ist es Isgarden oder Fraktale. Mit Isgarden habe ich gerade rausgenommen, aber ist nicht so schlimm. Und das Arkham, was du da auch gepostet hast, das ist auch oft mal drin. Achso, Relikt von Akim, ja. Akim ist ja, hatten wir ja neulich schon, Prinz von Zamunda. Ja. Und Karakosa, na denn, läuft der hier. Gesehen von Arkham, da, wenn der Gegner kampfabfähig macht, der 5 oder mehr Stab Konfusion, bla. Oh. Zu, und ich zu, denke mal, am Anfang haben wir doch pro Charakter hier 6 und immer 3 Relikten oder 3 und ich habe hab doch gar keine 10 Charaktere. Ist egal. Ich habe jedenfalls 30 so eine Truhen und da kann ich doch auch so ein Relikt auswählen, oder? Ja. Da ist dann im Endeffekt nichts anderes drin als in den. Als würdest du jetzt bei dem im Dings was kaufen, ja. Okay, naja. So. Müsste ich ja theoretisch meine anderen Charaktere mal mit so einem Relikt ausstatten. Dann sagen wir mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss, ciao. Ciao.